So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast 2. In der letzten Folge haben wir diesen komischen, gruseligen See mit einem Floß überquert. Und wir sind immer noch auf dem Floß. Und müssen uns jetzt hier durch dieses Flussstück durchrangieren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, hier könnten trotzdem an den Seiten noch Gegner lauern. Wir haben vorhin hier ein paar Fackeln gesehen. Hoffen wir mal, dass wir so schnell wie möglich von dem Floß runterkommen. Ah, shit. Okay. Shit! Shit, the raft! We still be there. Okay, Freunde, wir wollen also weiter. Oh oh. Hier ist auf jeden Fall irgendwas sehr nah, Freunde. Irgendwas atmet hier. Und lauert auf uns. Ich kann nur noch niemanden sehen. Gott. There. The raft. You can just cross. Okay, Freunde, da drüben ist das Floß. Das Blöde ist, sie haben das Floß schon gesehen. Müssen wir jetzt wirklich hier runterspringen? Nee. Müssen wir nicht. Ich hab kurz gedacht, wir können vielleicht rüberschwimmen. Okay. I'm still not dead. Okay, the raft couldn't have gone far. I can still make. Entschuldigt bitte übrigens, Freunde, wenn ich noch ein bisschen ruhig unterwegs bin. Ich bin nämlich gerade erst aufgestanden. Es ist jetzt 9 Uhr morgens. Ich hatte gestern Spätschicht und bin gerade aufgestanden. There. The raft. Und da ich für heute noch kein Video habe, muss ich das jetzt noch aufnehmen, damit ihr heute Abend diese Folge sehen könnt. Bin ich immer nicht so der Freund davon, Vormittag aufzunehmen. Oh, was ist das denn? Motherfucking no. Alter Schwede, was zur Hölle? Alter, haben die... Alter, die haben den Darm hier so aufgehangen wie eine... Alter. Ist das gestört? Ist das ein gestörtes Mistspiel? Na, wenn das keiner gehört hat... Würde ich mich sehr wundern. Diese Musik auch die ganze Zeit, ne? Ach, das ist der Typ, den wir von unten gesehen haben. Love set us free. Liebe macht uns frei. Ach. Du Scheiße.
Okay. Da haben sich welche im Gebüsch versteckt. Da seht ihr ihn. Alter, was wollt ihr? Okay. Weg, 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 weg. Weg. Alter Schwede. Oh, es ist aufregend, ey. So ein die Entwickler haben hier so unangenehme Szenen eingebaut. Und ich habe das Spiel auch extrem laut hier auf meinem Ohr. Ich höre meine eigene Stimme kaum noch. Aber so ist das irgendwie noch geiler. Okay. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, niesen zu müssen, aber ich muss einfach nicht. Das nervt ein bisschen. Hm. Oh, da oben springen sie schon wieder rum. Oh. Ich hasse diese Idioten, echt. Es kann auch nicht sein, dass jeder Quadratmeter dieses Scheißwaldes vollgestopft ist. Mit solchen Typen. Wieder ein Speicherpunkt erreicht. Huch. Alter, was? Scheiße. Ist das so gewollt? Okay, wir haben zwei Balken verloren. Das ist unschön. Ah, wir haben die Mine noch gar nicht erreicht gehabt, Freunde. Was wollte ich gerade sagen? Achso, wir wussten in der letzten Folge nicht mehr genau, wo wir hier stehen. Ob wir schon in der Mine waren oder ob wir noch in die Mine müssen. Aber es sieht wohl so aus. Als... Oh, shit. Au, 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 fuck. Alter, scheiße. Ah! Was? Ah! Wo bin ich? Scheiße! Ah! Oh, shit! Ist das eklig! Ah, oh, du... Ja, du knarziges, ekliges... Ah. Ich hasse dich, du Dreck! Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ne? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ist auf jeden Fall wieder ein Traum. Wir scheinen im Schwimmbad der Schule zu sein. Da ist der Beckenrand. Okay. Alles klar. Entschuldigt bitte meinen Mädchenschrei. Ich bin gerade echt eklig erschrocken. Das Mistvieh, wenn man so nah war. Was? Ist das eklig gewesen? Widerlich. Aber es ist schön, dass es mal ganz kurz ruhig ist. Hier sehen wir mal den Schulnamen: St. Sybil High School. Wusste ich jetzt auch noch nicht, dass die Schule so heißt.
Und irgendjemand scheint zu duschen. Irgendjemand oder auch irgendetwas. So, hier werden wir sowieso nichts finden. Alter, what the fuck? Was geht hier ab? Das ist ja... Alter, das ist sowas Krankes, habe ich bisher in einem Videospiel noch nie gesehen. Blut, das aus einer Dusche regnet. Und... Das ist ja voll... Das ist ja vollkommen gestört. Mal ohne Scheiß. Das ist komplett krank. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder dieses Mistvieh. Okay, wir müssen dem Mädchen hinterher. Das letzte Mal, wo das Mädel hier lang gelaufen ist und He's Coming gebrüllt hat, kam dieses Ungeheuer, dieses Drecksvieh und wollte uns fressen. Okay, hier scheint's nirgends lang zu gehen. Bah. Warum tue ich sowas? Warum? Freunde, was haltet ihr eigentlich bisher so von Outlast 2? Also ich muss sagen, es ist vom Psychograd her schon eins der heftigsten Horrorspiele, die ich so die letzte Zeit gespielt habe. Also hier sind Ideen drin, die ich so in einem normalen Horrorspiel bisher noch nie gesehen habe. Wir haben ja schon einige gespielt. Also da macht Outlast 2 ziemlich viel neu. Geht noch mal, legt nochmal eine Schippe drauf, wie zum Beispiel diese komische Blutdusche hier. Das habe ich bisher noch nie gesehen. So, jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, wo wir lang müssen. Vielleicht wieder zurück ins Wasser. Huch. Ich wollte jetzt nicht unbedingt tauchen, ich wollte nicht nochmal gucken. Muss es doch rausgehen. Aber alle Türen sind blockiert. Es ist krass, wenn ich wirklich richtig, ne, das ist mir jetzt selber mal aufgefallen, wenn ich wirklich richtig erschrecke, also aus tiefster Seele wirklich mal erschrecke, ich schrei wie ein Mädchen. Ich schrei wie eine Pussy. Aber na gut. Ist alles blockiert, Freunde. Es ist schon wieder so wie in der letzten oder vorletzten Folge. Wo ich in dem, auch in einem Traum nicht weiterkam. Ah, hier geht's weiter. Okay. Okay. Geil. Hallo Jesus. What would Jesus do? Jesus. Jesus vor allen Dingen. 187. Meine ich jetzt nicht. Oh, oh, das war mein eigener Schatten. Oh, leck mich doch. Okay, hier geht's. Hier geht's schon mal lang. Oh Gott. Oh Gott.
Ist das schon wieder geil. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wo muss ich lang? Alter Schwede. Ist das ekelhaft. Okay, jetzt ist die Tür zu. Und wir haben zu Recht Angst. Ah, okay. Ich gehe natürlich in den Raum, wo sich hier die Tür automatisch öffnet. Wo soll ich sonst lang? Okay, hier ist eine Art Computerkabinett, so haben wir das früher genannt. Zur guten alten Schulzeit. Und ein Rechner hier scheint an zu sein. Irgendein Computer hier scheint zu leuchten. Ich guck mal eben auf der anderen Seite. Ah, hier. Wieder mal ein Hangman. Doch kein Computer, ist immer nur die Lampe, die oben übelst flackert. Verschlossen. Diese Ruhe ist schon mal angenehm. Die Dusche scheint auch immer noch an zu sein. Ach, diese Träume sind wirklich sehr unangenehm. Fast noch unangenehmer als die ganzen Waldpassagen, die im echten Leben stattfinden. Bin ich das hier noch ein bisschen... Fuck! Was? Was zur Hölle, ey? Wo geht's lang? Hier hoch, hier hoch. Oh Gott, oh Gott. Ey, wie geil das übergeht, oder? Und schwupp ist der Traum vorbei. Alter, regnet das hier auch Blut? Alter, es scheint hier Blut zu regnen. Wie widerlich ist das denn? Entweder träumen wir noch, oder es ist wirklich Blut, was hier regnet. Alter Schwede. Freunde, das war Folge 17 mit Outlast 2. Es ist noch früh am Morgen. Entschuldigt bitte, wenn ich mich ein bisschen verhaspel oder ein bisschen ruhiger war. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was für ein komisches Spiel. Es wird wirklich immer und immer schlimmer. Ich bin wirklich gespannt, was hier noch alles auf uns zukommt. Ich denke, die Mine wird kein Vergnügen, aber das sehen wir in den nächsten Folgen. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Immer fleißig weiter gruseln, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns, macht es gut, tschüss, bis dann.